Hallo Pokéfreunde, Pokédan, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Wir sind jetzt hier in Prismania stehen geblieben mit einer wunderschönen Musik. Und in dieser Folge werden wir die Stadt erkunden und ein bisschen Stadtbummel betreiben, so. Corpo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einem Corpuzzi einen Wasserstein gab. Ja, das werden wir heute auch tun, aber nicht mit einem Wasserstein, sondern was anderes. Corpo. Und zwar ist hier ein wunderschöner... Eine Villa? Okay. Villa? Das krieg ich jetzt nicht. Prismania Villa Manager Suit? Okay. Was ist das denn hier? Nidoran! Oh, ich weiß, wer das ist, oder? Miau! Ist das... Warte, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Wegen so einem Sprite. Meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Mauzi bringt sogar Geld mit nach Hause. Ja, mit Zahltag natürlich. Eine Plastik, die Dicta darstellt. Okay. Eine Plastik. Gute Deutsch. Oder ist das einfach Oldschool-Deutsch? Game Freak, Konferenzraum. Ja, im Nachfolger, im Remake. Nee, ich sag das erstmal im Let's Play, dann, wenn das kommt. Mike schaltet den PC ein. Ach, das ist ein PC-Adrier und hier kann ich schlafen. Und dann kann ich mich heilen. Oder was? Normalerweise, wenn hier Game Freak ist, dann sollten da die Leute sein, mit denen wir kommen und reden. Ich habe Sprites gemacht und so, sagen die dann. Oh, das sind hier, die sind hier. Oh, okay. Game Freak, Entwicklungsabteilung. Aber ansonsten machen sie nicht wirklich was, leider. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Sie ist unglaublich. Sorry. Ich bin der Grafiker. Ich habe dies alles gezeichnet. Ich? Ich bin der Programmierer. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen. Gib nicht auf. Zeige ihn mir, wenn er komplett ist. Ich glaube, da kriegt man einfach so ein... die Pomade, und da steht einfach drauf: Vielen Dank, dass du Pokémon so in dein Herz geschlossen hast und toll, dass du das gemacht hast. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwann mal zeigen kann, irgendwann am Ende des Let's Plays oder ein extra Video machen kann. Wie ich dahin komme, ich weiß es auch schon, und zwar mit einem anderen Haus, das glaube ich irgendwo dahinter ist oder daneben. Es gibt auf jeden Fall noch einen anderen Eingang. Vielleicht ist er hier. Ist er hier? Nee. Ah, der ist da oben, seht ihr? Machen wir mal eben. Bisschen speeden, weil das ist halt so langweilig sonst. Da rein. Genau. Ich bin Secret Ray, Alter. Und dann sind wir hier am Dach. Auf dem Dach. Ich weiß alles! Wow, chill, Alter. Erstmal das Item nehmen natürlich. Mike erhält Evoli? Was? Scheiße. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich Evoli ins Team nehmen soll oder nicht. Ich würde da sagen, wir nehmen es fürs Erste ins Team? Fragezeichen. Aber wir kriegen später noch ein Pokémon, aber das ist erst sehr spät. Komm, ich würde sagen, wir machen es temporär oder für eine Zeit lang ins Team. Spitznamen. Nein, danke. Mir fällt gerade nichts ein. Ansonsten gehen wir einfach in Lavandia zurück. Ein Infoblatt über TM. Punkt. Es gibt insgesamt 50 TM. Okay. Außerdem gibt es 5 VM, die mehrfach nutzbar sind. Silphco. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Aber ich bin am PC. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Ja, auf dem 3DS gibt es so ein Feature, das kann man einfach rüberladen, also ohne Kabel oder sonst was, aber es gibt ja kein Kabel für 3DS. Die Benutzung des Link-Kabels. Man muss das mal anhören. Das ist interessant, finde ich. Link-Info. Spricht man die Bedienung bei der rechten Theke im Pokémon Center an, während 2 Gameboys über das Link-Kabel verbunden sind, dann gelangt man in den Zweispielerraum. Kolosseum.
Im Kolosseum kannst du gegen einen Freund antreten. Handelscenter. Im Handelscenter können Pokémon getauscht werden. Ich habe mir echt Lust, gegen irgendeinen von euch oder so einen Pokémon-Kampf hier zu machen. Vielleicht mit einem Display oder so. Hättet ihr da Lust? Wüsstet ihr, wie das geht? Schreibt es mal rein. Das würde mich echt interessieren. Weil das wäre ziemlich, ziemlich cool und ziemlich witzig auch. Warte, können wir da auch rein? Nee. In der Stadt gibt es auch einen Glitch, den wir aber nicht mehr machen können. Denn das ist so ein Glitch, das macht das ganze Spiel kaputt, so gesehen. Das ist nämlich der Glitch, das Durchspielen in 0 Sekunden. Aber da muss man ganz am Anfang des Spiels auch noch was gemacht haben und das habe ich nicht und deshalb können wir es eh nicht machen. Markt im Prismania City Einkaufszentrum findest du alles, was du brauchst. Okay. Ich habe es morgen auf der Zinnoberinsel gefangen. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Ein kleines Mädchen hat ein Smogon, okay. Oh ja. Wir können im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Hier? EG Kundeninformation. S1 und Utensilien für Trainer. S2 Videospiele. Ah, das ist doch toll. S3 Geschenkartikel. S4 Drogerie. Oh, nein, okay. Das ist nicht das, was ihr denkt. Oder was ich zumindest denke. Dachgartenautomaten. Und die Automaten sind ganz wichtig. Kundeninformationskarten. Okay. Hier sind dann die nützlichen Items für Trainer. Zubehör für Trainer. Superschutz hält Pokémon auf Distanz. Das ist besser als normaler Schutz. Genau. Von längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Wie die hier aussehen. Hallo, kann ich dir helfen, sein? Kaufen. Schau dich ruhig um. Viele Superbälle haben wir. Mann, ich finde es blöd, dass man es nicht sieht, wie viele hat's man. Ja, ich weiß nicht. Kaufen wir mal ein paar. Wie viel habe ich dann noch? Oh, die sind teuer. Oder ich habe irgendwie wenig Geld. Beleber können wir mal einkaufen. Obwohl, nein, lieber nicht. Wir brauchen das Geld doch dringend noch. Gegengift brauchen wir noch. Und dem können wir 3 nochmal kaufen. Das war's dann eigentlich auch. Und du? Das ist das gleiche oder wie? Ist ja voll lame dann. Oh ne, TMs. Oh Gott. Da müsste ich mir mal so ein Video angucken, welches TMs sind. Gott. Wir haben ja T-Evoli im Team. Ich weiß nicht, ob ich ein Team haben will. Ehrlich gesagt nicht. Nein, eigentlich nicht. Dies ist ein Aufzug. Achso, nee. Lass einfach die Treppe hochgehen. Ist doch easy. Geh aus dem Weg. Hallo. Dankeschön. Wir sind hier. Videospielshop. Oh, geil. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Oh, locker. Du bist doch nicht so weit. Vielleicht hilft dir das hier. Die macht sie. Ich finde das so geil, wie das Spiel, wenn die fourth wall breakt. Das ist so cool. Und zwar ist die TM18 Konter. Nein, dankeschön. Habe ich nicht vor. Höchstens dann Dame, aber nee. Hey, jedes gefangene Pokémon erhält eine ID-Number und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. In dem Fall Mike. Das sind Bilder, oder? Die rote und die blaue Pokémon-Edition. Cool. Kann man Pokémon kaufen, ey? Cool! Mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen meinen Georock. Komm, Georock. Ich bin Georock-Sammler. Nanu? Georock hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Wow. Ja, das liegt daran, dass ich glaube, es gibt insgesamt 4 oder so Pokémon in der ersten Gen, die sich durch Tauschen entwickeln. Wo ich jetzt nicht so ein Gerüste-Fan bin. Weil man braucht nämlich einen Freund und ich habe keine Freunde. Zum Glück habe ich aber einen Bruder, der das mit mir macht immer. Ein Rennspiel. Das würde meinem Vater gefallen. Deinem Vater? Das ist ein Super Nintendo. Wow, Super Nintendo Mini. Gibt's ja jetzt auch. Anhand ihrer ID-Number kannst du Pokémon, die du bei einem Tausch erhalten hast, identifizieren. In späteren Spielen kann man auch
wenn du eine richtige ID-Nummer hast, kriegst du auch einen Preis dafür. Weißt du, wie ich immer Aufzug? Ich will keinen Aufzug, ich will einfach hier die Treppe benutzen. Irgendwo kann man nämlich die Steine kaufen, was will ich jetzt machen? Bereite anderen mit Geschenken eine Freude. Geschenkartikel, Sonderangebote, Sonderpreise für Elementsteine. Oh, ich bin neugierig. Ich kaufe meiner Freundin eine Pokepuppe. Ja, die verhindert aber nur den Kampf mit einem fremden, mit einem wilden Pokémon, mehr nicht. Warte, oh, warte, da ist noch einer. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst vor wilden Pokémon fliehen, wenn du sie mit einer Pokepuppe ablenkst. Das habe ich gerade gesagt. Habe ich gerade gesagt. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, kannst du. Und zwar hätte ich gerne einen Blattstein. Fail. Ja, lass was verkaufen. Geil. Lass mal ein paar Dings benutzen. Ein paar Sonderbonbons, oder? Wollen wir mal machen. Oh, dann haben wir ja Platz. Wer braucht denn Sonderbonbon? Wie wär's mit Patex? Obwohl, ich hätte erstmal auf die Sätze achten sollen. Von den Pokémon. Shit. Ist noch nicht bereit. Ah ja, das ist so ein legendärer Spruch. Eich, Mike, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Viele denken, ja, Eich ist bei dir und guckt dich nach oder so. Folgt dir, aber nein, es ist, nein, überhaupt nicht so. Warte, stand das doch. Oh, ich bin nur schlau, ey. Okay. Oh, okay. Warte, war es hier schlau? Vielleicht. Hier kann man nichts zerschneiden. Aber den Text kriege ich auch noch nicht. Oh, Satze könnten wir. Ja, geben wir mal Satze Level Up. Was sich eh entwickeln wird. Säure! Endlich! Ja, Säure! Juhu! Oh, Säure ist so eine geile Attacke. Nee, warte, nee, ich vergesse, wer fällst du das gerade? Nein, was laber ich? Das ist so eine schlechte Attacke. Ja, nee, nein. Das ist peinlich, egal. Ja, schlechte Attacke. Ja, ich möchte bitte den Blattstein kaufen, dankeschön. Bitte lass mich den kaufen. Dankeschön, hier bitte. Dankeschön. So, Leute, wir werden uns jetzt unser Satze entwickeln lassen. Seid ihr bereit? Denn ich bin das alle Fälle. Denn wir werden ein geiles Teammitglied haben dadurch. Hey, Satz entwickelt sich. Zusatz 10, ja. Wir haben jetzt ein wunderschönes Satz. Level 30? Nee, doch nicht. Ich hab geguckt. Gut, ansonsten würde ich aber sagen, was ist hier eigentlich? Wir können ja nochmal gucken, was ganz oben ist. Wir müssen irgendwie sogar nach ganz oben, wegen den Automaten, weil das ist wichtig für die Story. Nur hier kannst du fördernde Mittel für deine Pokémon kaufen. Calcium steigert die Stärke von Spezialattacken. Carbon erhöht die Initiative. Drogerie, ja, aber hier möchte ich nichts kaufen, weil ich bin nicht so ein Fan davon. Und da sind wir. Dachgarten, Automaten. Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin. Aber sie ist so kindisch. Ich werde noch ganz verrückt. Ich bin durstig. Ein Königreich für ein Getränk. Ja. Hier können wir nämlich die... Hier sind Automaten. Ja, die sehen komisch aus, aber es sind Automaten. Ich weiß ja, ich habe ja keinen Platz. Deshalb muss ich irgendwas verwenden oder so. Body Slam, wollen wir das verwenden? Nee. Erholung? Nee. Was tue ich denn sonst so? Zerschneider? So, nee, das kann man nicht. Nee. Donnerblitz? Nein, danke. Wo können wir Evo? Nee. Teleport? Nein. Nee. Gut, ich würde mal sagen, ich beeile mich ganz kurz. Geh in den Aufzug. Komm, ich brauch das gar nicht cutten, weil das ist eh so ziemlich schnell, finde ich.
Ich kann es eh noch mal zeigen, wie der Fahrstuhl funktioniert. Einfach EG drücken und dann ein E-Rape und dann sind wir im EG. Und hier können wir dann rausgehen und dann ganz schnell. Lol, da unten ist wieder der Clown oder wie auch immer. Wie ich ihn immer genannt habe. Und dann eben unsere Pokémon heilen. Ja, ja, bla bla. Dankeschön. Nein, ich muss nicht nochmal heilen. Dankeschön. Und dann ganz schnell auf C gehen und unsere Items verstauen. C von Mike. Item ablegen. Einmal. Ganze TMs auf jeden Fall ablegen. Nein, danke. Ich weiß, es ist gerade ziemlich langweilig für euch. Ich versuche mal irgendwas zu sagen oder so. Auf jeden Fall, brauchen wir noch ein paar Buckebälle. Sehe ich gerade, wir haben voll wenig Buckebälle. Das müssen wir auch noch kaufen. Vielleicht kann ich das jetzt sogar raus. Weil das ist ziemlich langweilig auch. Muss ich zugeben. Ja gut, ja. Ich habe vergessen, was zu sagen. Erstmal S1, weil. Stimmt, wir müssen. Ich muss Pokebälle kaufen. Ich lappen. Ich habe nur 2 Stück, ey. Ich will mal ein paar Pokebälle. Oh! Der verkauft nur Superbälle. Deshalb habe ich keine Pokebälle. Gut, dann fangen wir jetzt nur noch mit Superbällen, ne? Gut, aber ich will es noch eben zeigen und danach erkunden wir die Stadt noch weiter. Werden wir sie noch in der Folge schaffen? Vielleicht. Wenn nicht, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, gehen wir in die Arena rein und holen unseren vierten Orden. Ob wir den schon holen, weiß ich doch gar nicht. Aber ja. Warte, wir sind hier falsch. Warte, ich wollte eins höher. Hier ist nämlich die Drogerie. Und hier ist er doch. Ein Automat zur Auswahl stehen. Tafelwasser, Sprudel und Limonade. Die kann man auch verwenden. Die sind heilen sehr, sehr wenig. Das ist ungefähr so viel wert wie ein ganz normaler Trank für die Pokémon. Wir werden mal Tafelwasser einfach mal kaufen. Psst. Eine Flasche Tafelwasser liegt im Schacht. Komm mal alles. Sprudel. Und noch eine Limonade. Wunderschönes Geräusch, wenn das passiert. Nein, das ist kein Lag oder so. So wie letzte Folge. Nein, das ist echt hier. Das ist echt hier. Aber man braucht schon Fahrstuhl, wenn man einfach sowas machen kann wie ich. Ich finde das irgendwie einfacher und chilliger, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich der Einzige dabei. Kann natürlich sein. Was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie ein Telefon. Ich kann damit nicht interagieren. Naja. Gut. Weiter Kunden, würde ich sagen. Die Stadt ist ziemlich groß. Größer als in. Sonst, soweit ich weiß, oder? Warte, bei dem gibt es ein Item, glaube ich. Haben wir Surfer? Sagen wir jetzt nicht, wir haben keinen Surfer. Du hast Surfer, ne? Du hast doch, du hast das doch, oder? Haben wir das noch nicht? Okay, ja, aber auf jeden Fall gibt es eine VM, die nennt sich Surfer. Dann können wir über Wasser schwimmen. Ja, aber die habe ich anscheinend noch nicht. Gut, dann nehmen wir das Item noch nicht. Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Ja, ja, hier gibt es eine Spielehalle. Rockelt Spielehalle nämlich. Ein Spielplatz für Erwachsene. Ich bin 10 Jahre alt. Ich will mich jetzt nicht Erwachsenen hier. Also muss ich umgehen. Tauschen München gegen München gegen Preise. Wechselstube. Tipps für Trainer. Megablock schützt für. Ah ja, würde ich besser haben. Bla bla bla. Könnt ihr selber durchlesen, ist mir egal. Denn das juckt mich gar nicht. Nein, 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 nein. Ja, das machen wir aber erst, nachdem wir die Arena gemacht haben. Ja, das hat nämlich mehr mit der Story zu tun als die Arena. Arena ist halt, wenn du Arena hast, dann hast du sie. Und dann, wenn du alle hast, dann hast du das Spiel fast durch. Was starrst du mich so an? Hey, darf ich nicht. Ohne Bar. Psst, unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Oh, das war ein riesengroßer Spoiler. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Mike erhält einen Münzkorb. Ach, hier bekommen wir den. Dann würde ich sagen, machen wir das trotzdem. Dann tauschen wir das lieber. Machen wir die Arena doch mal ein anderes Mal.
Der Mann dort drüben am Tisch hat Haus und Hof verzockt. Hallo. Wir machen gerade eine Pause. Meine Pokémon sind ziemlich schwach. Deshalb gehe ich oft zur Drogerie. Ja, da kann man sich so pushen. Mit Drogen und alles. Aber nee, das brauchen wir nicht. Wir sind zu Profis. Leute, habt ihr gesehen, wie der zurückgegangen ist? So ein... Habt ihr gesehen? Das hat nach mir, zu mir geguckt und ist rückwärts gegangen, okay? Boss! Wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Was? Zum Teufel. Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Nee, ist er nicht. Mit dem Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Ja, das sind Team Rocket-Mitglieder anscheinend. Die Stadt ist so groß, ich weiß nicht. Das bin nur ich. Hey, was machst du hier? Ja, dieser Urlaub war eine Idee meiner Schwester. Ach, du machst hier Urlaub? Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Postmania City ist wunderschön. Kann sein. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Oh, hier gibt es einen kleinen Glitch. Warum nur musste sie ihren Bruder mitnehmen? Diesen Glitch zeige ich euch an, aber sofort am Anfang der nächsten Folge, die ich jetzt auch aufnehmen werde, denn ich habe kein Leben. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr gerne ein Like da lassen, falls euch die Folge gefallen hat. Abo da lassen, falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr einfach oben klicken, Abo da lassen und die Glocke gleichzeitig aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Links oder rechts kommt einfach zur Playlist und zur nächsten Folge, falls sie schon draußen ist. Haut rein, Leute, und ciao!